Swaggity Swaxen und Steffen. Was ist das für ein komisches Licht? Guck mal, ich sehe voll orangig aus. Ist das hier Orange Woche auf Rocket Beans? Muckelig. Hallo! Hey Leute, willkommen bei Cité des Galants. Ich kann kein Französisch. Hat man gar nicht gemerkt. Ja. Ich wollte jetzt einen dummen Witz wieder machen, aber ich verkneife mal. Uns ist gerade der Rechner. Der hat gerade, beziehungsweise nicht der Rechner, ich glaube Steam hat gerade ein bisschen rumgemischt. Dieses verfluchte Steam. Guck mal, die kann jetzt mein Passwort hier. Aber du hast ja auch dein eigenes Emote, ne? Ist das eigentlich ein bisschen peinlich oder ist das geil? Oh Mann, habe ich es jetzt richtig? Ich weiß gerade nicht. So, und jetzt gucken wir überhaupt mal, ob dieses Spiel auch sagt, hey, ob der Spiel funktioniert? Ich habe mein eigenes Emote. Ja, oder? Du hast ein eigenes Emote. Warte, da. Ja, es ist schwarz-weiß. Okay. Aber ich sag mal, vor 10 Jahren, wenn du da deiner Mutter gesagt hattest, Mutti, in 10 Jahren will ich ein eigenes Emote auf Twitch haben, hätte die gesagt, was? Bist du bescheuert, Während Hannes. Sie gerade live ist und ja. Emotes macht. Ja, meine Mutter ist echt krass drauf. Macht so viele Live-Events. Ja, es ist schon witzig. Ja, ich wollte jetzt nicht auf deine Mutter und so kommen. Aber also jetzt nicht, heute Abend vielleicht. Okay, sehr gut. Ja, okay, sehr gut. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Vielleicht entscheidet sich Steam. Guck mal, ist schon wieder. Du siehst diesen Clown da, ne? Nee, du siehst das. Das. Ja! Ja, es geht. Ach, sehr gut. Aber an Error. An Error occurred. So, dann müssen wir einfach continue. Continue, ne? Continue heißt nämlich weitermachen. Das lädt jetzt natürlich erstmal wieder ein Weilchen. Wie entertainen wir denn jetzt die. Guck mal, das ist meine Hose, okay? Das ist deine Hose. Das wäre, guck mal. Das ist nicht dein Schniedel. Da können wir ja das Bild. Nee, aber dass das meine Wampe ist. Achso, nee, das ist deine Wampe. So, wir machen mal jetzt mal so. Nee, es geht gar nicht. Du musst. Also wollt ihr eher Hannes Wampe oder eher Hannes Gesicht sehen? Ich bin eher für Wampe, aber naja. So. Erzähl mal was ich gestern per Mail erfahren habe oder vorgestern. Ja, der Hansdampf 1982 wird sich freuen. Der hat nämlich gerade geschrieben, hoffentlich wird dieses qualvoll langweilige Einschläfernformat bald eingestellt. Ja. Und dem ist so, nächste Woche läuft die letzte Folge City Skylines mit uns beiden. Was nicht daran liegt, dass dieses Format so einschläfernd quälend ist. Sondern wir haben jetzt einfach gedacht, eigentlich müssten wir mal was Neues machen, ne? Wir müssen eigentlich mal irgendwie was Neues. Mal alles neu, mal alles raus, mal alles aus dem Kopf, neu. Mal so raus, so. Und mal City Skylines sein lassen. Vorerst, bis natürlich das neue Add-on rauskommt. Und was wir dann tun werden, müssen wir uns noch überlegen. Da, guck mal, ein paar Leute weinen, das tut uns leid. Was? Ja, was? But why? Nein. Naja, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Genau. Jawohl, mein Schatz. Wie geht das nochmal? Ich weiß es nicht. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz. Es ist vorbei. Ja, okay. Aber ja, ich glaube natürlich, ihr seid alle verrückt nach mir und Steffen. Hallo. Und wir werden was anderes Cooles irgendwie machen. Also, guck mal. Sorry, wir bringen keinen Satz zu Ende. Aber siehst du, was das Vögelchen macht? Tweety Tweetsen, der dreht sich nicht mehr. Ja, lassen wir mal ein paar Minuten. Wie gesagt, diese Assets und so weiter sind immer manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe da mal vor geraumer Zeit, also natürlich sollt ihr Vorschläge machen, die ihr dann im Reddit oder so. Reddit ist ja ein beliebtes Mittel zur Kommunikation bei uns hier im Haus. Ja, das stimmt. Ansonsten Reddit könnt ihr gerne mal Vorschläge unterbreiten, was wir dann tun werden. Also nächste Woche läuft es noch, die Woche drauf haben wir dann eine neue Show. Aber es muss natürlich auch was sein, wo du drauf Show Bock hast. Ist eine richtige Show. Natürlich ist es eine richtige Show. Wir haben Die Treppe runter und so Scheiße. Wir werden dann ein richtiges Setting haben, eigenes und nein, mal gucken. Aber für dich so ein Zwinger. Ja, genau, das wird super. Oder so ein Pranger, weißt du? Oh, ja. So ein Pranger sitzt hier dran und ich kann nur den Chat bedienen. Ja, das ist eigentlich. Das wäre ganz cool, oder? Habt ihr Bock drauf, mich am Pranger zu sehen? Dann. Ja. Wieso nicht, ne? Ja, es muss natürlich was sein, wo du drauf Bock hast, wo ich auch ein bisschen drauf Bock habe. Also ich sekundär, aber wo du Bock drauf hast, genau. Oh Mann, und, ich habe auf den gleichen Pulli sogar. Und da müssen wir jetzt mal überlegen, was wir da machen. Hast du schon Ideen? Na, ich möchte ja übrigens, Tweety dreht sich weiter, du hast recht. Geht weiter. Ich habe in den News
dieser fantastischen Internet-Sensation namens Rocket Beans TV habe ich auch schon mal gesehen, News gesehen. Und da ist ein doch recht ansehnlicher Dude, der so aussieht, als würde er Lemmy Kilmisters unehelicher Sohn sein. Ja. Robin nennt er sich, glaube ich. Ja. Der hat irgendwas mit so komischen, wo du so Autos baust. Autos bauen? Das hatte so einen Besiege-Charakter. Besiege war ja auch ja, so ein Spiel, Besiege war ja auch ganz cool, das stimmt. Was ja Bock gebracht hat. Bloß je komplexer es nachher war, das so, ich musste so viele Sachen nachher. Ja. Ich habe mich da ja ein bisschen reingefuchst und hab so verschiedene Antriebe und links und rechts und dann musste man so echt, ich meine, darum ging es ja nachher dann ja auch. Aber da habe ich dieses Autodings gesehen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das müsste ich den Robin mal fragen. Müssen wir mal reingucken. Wo man sie so Gefährte, irgendwas mit Robo oder so? Bestimmt Robo-Hobo. Robo-Hobo, das kann sein. Scrap-Mechanik. Ja, Rollercoaster Tycoon, das habe ich damals, ja, als das erste. Ja. Oder Rollercoaster Tycoon 2 gab es davon, oder? Es gab mehrere, es gibt, glaube ich. Ach so. Die Reihe ging immer weiter. Ja, genau. Eins davon habe ich sogar gespielt. Das Ding ist, das ist nicht so kreativ wie jetzt das, finde ich. Ja. Doch, stimmt, du kannst ja die Rollercoaster ja, genau bauen. Und, das, so, ne? Und zwar, ich habe ja mit Dennis auch schon ein bisschen rumgeschrieben, was man denn alternativ machen könnte. Und das stand auch tatsächlich ganz oben auf meiner Liste, Rollercoaster ja Tycoon, weil es gibt's geil neues, ist. Es kommt jetzt demnächst ein neuer, das dauert aber noch ein bisschen. Rollercoaster Tycoon World ist der neueste Titel. Scrap Mechanic lese ich hier das öfter. Ich gucke mir jetzt mal kurz an. Wohl. Mhm. Und es gibt einen neuen Titel, ja. Genau, das neue, das alte Rollercoaster ist aber, funktioniert auch immer noch. Ja. Also könnte man machen, fände ich interessant tatsächlich. Habe ich früher auch gespielt, ich gebe es zu, als ich noch Computer gespielt habe. Genau, das ist halt auch so ein bisschen, man baut ein bisschen vor sich hin und ne, man ist nicht so hektisch. Was mache ich eigentlich gerade hier? Aber sowas wie Cities Skylines gibt es natürlich kein zweites Mal. Also selbst ein SimCity ist ja nicht so, so detailliert und so big. Ja, so, ja, oder? Genau. SimCity hat es ja ein bisschen verkackt gegen unseren Freund hier. Genau. Und was uns noch durch den Kopf gegangen ist, und jetzt nicht lachen, aber wenn man drüber nachdenkt, das ist eigentlich ganz lustig, Hannes und die Sims. Denk mal drüber nach. Aber könnte auf Dauer richtig langweilig werden. Ich wollte es nur sagen. Die Sims hatte ich vor Ewigkeiten auch mal angefangen, als die Sims damals starteten und so. Vielleicht das zweite Spiel das oder so. Du? Oh, das war mir denn, das dauerte alles zu lang. Ja. Scrap Mechanic, ja, ich glaube, so sah das aus. Das ist sogar ein Multiplayer-Spiel. Oh, echt? Ich weiß halt gar nicht, was man da machen soll. Könnte man sich mal angucken. Okay. Hä, aber das ist voll die Ego-Perspektive, was geht da ab? Das ist so Third Person. Ich dachte, ich baue da, also wenn man da geile Sachen, was steht denn da? Welcome to the mechanic-filled creative paradise. Multiplayer Sandbox. Mechanic. A multiplayer Sandbox game with imagination and in was steht da? Es sieht so ein bisschen aus wie Minecraft. Ne? Meine Augen. Also es ist ein bisschen so Minecraft mit Sachen, okay, mit Fahrzeugen und so. Ist auch Early Access gerade. Also da wäre natürlich ein vollwertiges Spiel, also nicht vollwertig im Sinne von, das ist natürlich auch vollwertig, aber im Sinne von ein fertiges Spiel wäre vielleicht besser. Ja, dann machen aber wir so, mal. Die lieben ihr da draußen vor den Empfangsgeräten, guckt einfach ins Reddit oder kann man nicht auch so ein Voting irgendwo starten? Auch ja, vielleicht können wir es über den Blog oder Facebook mal machen. Ich frag da mal unsere Social-Abteilung nachher. Ich kümmere mich drum. Zumindest machen wir einen Straw-Poll. Genau, und dann können wir ja mal sehen, was euch so gefällt. Ich würde mich einfach freuen, wenn es ein recht kreatives Spiel ist. Ich möchte ja gerne, denke ich mich auch, die Ecken und Kanten des Spiels herausfinden und mit diesen Spielen. Also ihr hattet ja auch schon Spaß mit mir und Besiege, beziehungsweise Ben, mir und Besiege. Und das ist genau auch wie City Skylines ein Spiel, was mich unturned. So, wir sind in Islands. Was ist denn letztes Mal passiert? Ach so, wir haben hier hinten gestartet. Übrigens, ich habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Was ist denn passiert, du? Über den Shit hier. Ja. Hat aber irgendwas so verkehrsmäßig völlig am Absacken, hier, ne? Hier habe ich einfach die Ampeln weggemacht. Okay. Und die benutzen bis jetzt nur das Ding. Ich weiß gar nicht, wieso die das nicht benutzen. Ich habe überlegt, vielleicht... Weil das näher dran ist vielleicht? Oder da landet kein Zug, weil ich habe hier doch so richtig vercaked. Wie das aussieht, oh Mann. Vielleicht landet da einfach kein Zug oder ist es egal. Naja, läuft übrigens, läuft ganz rund, ne? Und die fahren hier auch fleißig ab und sowas. Aber ich habe mich gefragt, ob wir vielleicht doch eher irgendwie einen Tunnel von da hier hin machen müssen, da hin machen. Mhm. Aber anscheinend läuft es und die benutzen es und hier entsteht noch kein Stau. Aber wenn wir jetzt hier erstmal
Ich weiß halt nicht, ob wir das so schön. Ich mach das mal heller, ne? Damit wir. Die fahren immer zum nächsten Güterbahnhof, also zum nächsten tatsächlich. Wie? Aber. Ne, bei diesem Doppelgüterbahnhof ist der Weg einmal außenrum einfach zu lang, weißt du? Okay. Deswegen fahren die immer zum nächsten. Also hier hat sich das jetzt nämlich dadurch ein bisschen gebessert, beziehungsweise. Ja. Komplett erledigt. Kommt hier nichts mehr an, oder was? Doch, hier. Da kommt noch Sachen oder Häuser. Da kommt auch einer an. Also war die doppelgemoppelte Sache total für ein Ass, oder was? Anscheinend. Sieht einfach nur gut aus. Ja, dann würde ich das optisch so lassen, aber das hier ist dann dadurch auch vollkommen irrelevant. Weil ich dachte manchmal, die holen da, bringen die Ware weg? Ne, die holen. 100% wahrscheinlich. Ich dachte manchmal, die müssen im Kreis fahren, weil die irgendwie nicht alles abladen können. Ich glaube, dann baue ich hier doch mal ein bisschen, damit hier ein bisschen was passiert. Komm, das ist ein Industry, ne? Das ist ein bisschen. So. Un poco azioni. So, ich guck übrigens wieder in den Chat rein, Leute. Ne? Also hier, Chat ist da, sagt was, schreibt was. Unterhaltet uns. So. Genau, das war jetzt, das sollte wieder so ein Farmgebiet sein, ne? Genau, ist es auch, glaube ich. Aber der eine, das Ding sieht ganz schön groß aus, oder? Was ist das da? Ist das hier wieder so eine Kaffeefabrik, oder was ist das? Oh. Beefcakes. Ja, okay. Beefcake. Okay. So, dann muss ich mir meinen Pinselgewinsel nehmen. Kleineren. Weil wir wollen ja nicht so große Buildings. Ja, genau. Soll ja eher klein sein, eher ländlich. Ne? Felder brauchen wir da natürlich noch. Ja, genau. Felder kommen auch noch. Hier kommt das sozusagen ein kleines Dörfchen fest. Das ist immer eigentlich Dörfchen. Aber hier ist auch noch ein kleiner Laden. Kommt hier auch noch hin. Ich google hier währenddessen immer nebenbei so ein bisschen die Vorschläge, die gerade im Chat gepostet werden. Mhm. Einfach nur mal, um zu sehen, was so in ist. Creative Stuff. Und auch eigentlich ein bisschen was Ruhigeres, ne? Also so, wo man sich auch ein bisschen zurücklehnen kann und mal ein bisschen. Bei uns ist immer so viel Hektik auf dem Sendeplan, weißt du? So viel Action und so viel Rumgeballerei. Ballerspiele. Genau, also so viel Killerspiele. Finde ich gut. Ich flüchte mich gar nicht in den Chat, ich sorge hier schon für Unterhaltung, indem ich mich mit euch unterhalte. Aber unterhaltet ihr auch uns? Das ist die Frage. Ich meine, ihr seid ja auch mitverantwortlich für den Erfolg dieses Formates. Erfolg? Solitär, wäre das vielleicht was für dich? Habe ich übrigens nie gespielt, das ist mit den Bomben, ne? Das ist, Nee, das ist Minesweeper. Ja, das ist Minesweeper. Nie gespielt, weil ich damals, als ich meinen ersten Computer und so hatte, beziehungsweise die Familie, ich habe das gar nicht gepeilt, wie es geht. Ja, das ist auch immer noch viel zu kompliziert. Du drückst blind irgendwo hin und du Pech hast, triffst du schon eine Bombe, ne? Ja. Und dann zeigt er dir an mit Zahlen, wie weit die nächste Bombe entfernt ist, ne? Weißt du? Ja, genau, da kommt eine Zahl, nee, da steht eine Zahl und die Zahl zeigt an, wie viele Bomben um dieses Feld herum an den angrenzenden Feldern sich befinden. Also, ich meine, ist es auch teilweise einfach ein Glücksspiel, oder? Ja. Und irgendwie nervt das doch. Also ja. Glücksspiele sollten auch verboten werden. Das stimmt. So, weil wir ja vorbildliche Moderatoren sind, weil wir ja durch die Moderatorenschule gegangen sind und beide mit Versetzung gefährdet es geschafft haben, werden wir jetzt in die Werbung gehen. Und irgendwie kommt es noch nicht richtig an, dass wir nur noch sozusagen 4 Stunden das Spiel haben. Ja, richtig. Der Arsch mit Ohren, den habe ich nicht runtergeladen. Oh, das wollte ich unbedingt. Aber das Ding ist nächste Folge kommt der Arsch mit Ohren. Weißt du, wie lange wir schon alles, vielleicht kriegen wir es ja bis nächste Folge auch mal hin. Wir schaffen das. Die Stadt hochzuladen. Ja, das kriegen wir hin. Also, kriegen wir das hin? Ja, ja? Ich kümmere mich am Wochenende drum. Ich habe super viel zu tun. Ich mache das. Ich kümmere mich am Wochenende drum. Jedes Mal kommen wir hier mit den faulen Ausreden. Ja. Muss mir nur deinen Account geben, dann mache ich das. Wir gehen in die Werbung, kommen gleich wieder mit krassen Stories und seine Mutter macht irgendwas Sexuelles. Ja, wird super. Mhm. Tschüss.